Guten Tag, hier spricht euer Peter Gaming. Aber eigentlich kann man sagen, war es eigentlich gut, dass wir die Nebenmissionen noch gespielt haben, Leute. Weil durch das haben wir ja auch ins Krieg, haben wir ein bisschen Erfahrung für unsere Kampf vielleicht. Wir müssen vielleicht auch kämpfen. Hier, in der Arena vielleicht. Und dann, wenn man vom einem Held. Die Arena der Gladiatoren. Von hier rekrutiert das Krokodil also seine Privatarmee. Ich muss mehr darüber herausfinden. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht kommen wir jetzt in die wollen wir in die Armee versuchen, reinzukommen. Entschuldigung, was kannst du mir über diesen Ort sagen? Siehst du das nicht? Das ist eine Arena für römischen Blutsport. Barbarisch, wenn du mich fragst. Aber es hilft den Verzweifelten, ihre Sorgen vergessen zu machen. Früher war es ein Tempel. Man hätte es dabei belassen sollen. Veridovix, der treue Diener des Todes. Seine Sense wird die Unwürdigen ernten. Herr, wir brauchen mehr Kämpfer. Die sterben alle erschreckend schnell. Bist du der Besitzer? Ja, das bin ich. Felix Martialus. Und wer bist du? Noch so ein namenloser Möchtegern, der nach Ruhm sucht? Ich möchte nur in die Arena. Es heißt, du hättest einen sehenswerten Kämpfer. Mit rotem Haar? Ah, du meinst die gallischen Brüder. Ja, das stimmt. Aber ich kürze das gleich ab, Kameltreiber. Du kannst es dir nicht leisten. Jetzt hau ab, bevor du die zahlende Kundschaft verscheuchst. Herr, der Mann trägt ein Magi-Abzeichen. Ein Met was? Ha, ist mir scheißegal. Kannst du kämpfen? Du siehst aus wie ein boshafter, räudiger Hund. Nein, nein. Ich habe schon eine Ägypterin. Eine Jägerin aus Siva, die dreimal mehr wert ist als du. Sie ist oft am Obelisken im Osten, wenn du dir eine Tracht Prügel abholen möchtest. Das ist der einzige Weg in diese Arena. Kämpfe auf der Straße, dann kann ich einen Gladiator reinbringen. Also, die gallischen Brüder hatten mit dem Mord an Shadia zu tun. Aber warum tun sie, was das Krokodil sagt? Ich muss da rein, um mehr zu erfahren. Der Besitzer erwähnte eine Gladiatorin aus Siva bei einem Obelisken im Osten. Vielleicht kenne ich sie ja. Siva ist ein kleines Nest. Ich sehe sie mir mal an. Am Ende ist sie, Am Ende ist es Aya, Leute. Am Ende ist es Aya. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht könnte es Aya sein, weil... Ja, finde die Gladiatorin, ja, aber ich denke nicht, dass sie, die ist ja nicht hier in Krokotown. Ist sie, glaube ich, nicht, die wollte ja woanders dahin, glaube ich. Die wollte ja woanders dahin. Werd mal gleich sehen. Gib den Weg frei! Werden wir ja gleich sehen, Leute. Werden wir ja gleich sehen, wer das ist. Da ist die Sivanerin. Moment. Sieht aus wie... Wie Aya, habe ich doch gesagt. Oder? Oder nicht? Hä? Ist es sie oder was? Bin immer gespannt. Oh, nee, doch nicht. Bayek? Mein Freund! Mein Bruder! Scheiße, schön dich zu sehen. Was führt dich denn in das Fayum? Ich hörte, es sei ein guter Ort für den Erfolg. Doch, nie hätte ich gedacht, dich hier zu treffen, Kenzer.
Was soll ich sagen? Ich folgte dem Ruf der Arena. Ist das zu fassen? Ich bin jetzt eine Gladiatorin. Aber komm, lass uns reden und trinken. Ah, okay. Eine alte Bekannte. Alter, der Beiter kennt auch die ganze Welt, Leute. Oh, Mann. Ich sag es dir, Bayek, mein Traum ist zum Greifen da, wenn man mir nur eine Chance gäbe. Ich weiß, ich könnte Meisterin werden. Ich meine Geld, Luxus, Ruhm. Alles, was eine Frau begehrt. Ha? Deshalb kam ich ins Fayum, um ein neues Leben zu beginnen und das alte zu begraben. Doch ich wurde an den Toren der Arena abgewiesen. Hoho! Also hast du es endlich aufgegeben, die Welt auf den rechten Pfad zu führen. Gut. Das ist ja auch unmöglich. Felix traut Außenstehenden nicht so schnell. Aber keine Sorge, mit meiner Unterstützung kämpfen wir schon bald Seite an Seite. Erst trinken wir. Und am Morgen gehen wir dann zur Arena und ich stelle dich ordnungsgemäß vor. Oh, es ist schön, dass du hier bist, alter Freund. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen die Arena kämpfen. Hopp, Leute, das machen wir jetzt. Ich tät fast sagen, weil Missionen sind ja hier eh nicht wie. Stell ich eine Schnellreise machen rein. Wir wollen ja jetzt endlich in die Arena und sozusagen das Krokodil zu wissen, wer es ist, Leute. Und natürlich auch unseren Kontakt zu Reche, Leute. Da ist seine Tochter verloren. Ja, das müssen wir jetzt auch noch machen, Leute. Ja. Und das ist wichtig, Leute. Hoffentlich ist er fit, unser Balk. So ein Arena-Kampf ist natürlich nicht für schwache Menschen. Aber wir haben ja durch eine, der ein Held war in der Arena, haben wir ja ein bisschen getrainiert. Und jetzt gehen wir mal zu unserer Freundin und schauen wir mal, was passiert. Ich möchte diesen Mann als meinen Partner. Dann trifft es sich gut, dass der Iberer gestern von den Löwen zerfleischt wurde. Ich habe vielleicht etwas frei. Und wenn Kenza für dich bürgen kann? Hm? Ihr braucht aber einen Namen, wenn ihr als Duo kämpfen wollt. Wie wäre es mit die Sivanischen Krieger? Ich glaube, die Beschützer von Siva wäre treffender. Ist das einprägsam genug für dich? Ah, es gibt Schlimmeres. Kommt rein. Okay, jetzt kämpfen wir in der Arena, Leute. Ein Vorteil, wir können das Krokodil eliminieren und Kenzo kann zur Meisterin werden, Leute. Das heißt, beide haben das, was sie wollen, Leute. Und das ist auch gut, aber mal gucken, wie die Arena-Kämpfe abgehen, Leute. Die sind manchmal auch härter als die Straßenkämpfe. Hier warten die Kämpfer auf ihren Einsatz im Ring. Was du riechst, sind Schweiß, Blut und reichlich Innerei. Wenn du anfällig dafür bist, dir in die Rüstung zu scheißen, dann tu es bitte hier. In der Arena wird dich kein Pharao oder Gott beschützen können, Magi. Hier wirst du voraussichtlich sterben. Mach es dramatisch, den Zuschauern zuliebe. Solltest du wieder erwarten überleben, erwarten dich viel Ruhm und Ehre und eine neue Chance zu sterben. So ist das kurze, aber glanzvolle Leben eines Gladiators. Also gut, wen haben wir? Ah, da ist Kallistos. Kallistos, ein ehemaliger Soldat des Ptolemäus, der glaubt, er könne mit dem Schwert umgehen. Horus. Er war mal mein bester Kämpfer, doch das Alter ruiniert uns alle. Jetzt ist er kaum besser als ein Nachttopf. Er bildet die Anfänger aus. Ist die Rüstung aus Ptolemäus' Armee? Die meisten Kämpfer können sich keine eigene Rüstung leisten.
Und wenn, dann hält sie nicht lange. Die Armee vermisst ein paar einzelne Rüstungen nicht. Und es sieht so schön authentisch aus. Apropos authentisch. In der Arena benutzt du die Waffen, die ich dir gebe. Es gibt keine Ausnahmen. Kenzer kennst du ja bereits. Ihre glühende, doch fragwürdige Empfehlung brachte dich her. Bayek, Krokodilopolis begrüßt einen neuen Kämpfen. Oder einen neuen Sack voll Blut und Scheiße. Ich will ihn kämpfen sehen. Und wer wäre dafür besser geeignet als die, die ihn empfohlen hat? Haha, na wie wär's? Bereit, das Schwert zu ziehen, alter Magi? Mal sehen, ob du was gelernt hast. Wie versprochen. Nicht schlecht, alter Mann! Und ist das auch alt? Ich dachte, ich hätte dich! Aber du langst ganz ordentlich zu für einen Wüstenhund. Nun gut, Kenzer. Du hast einen neuen Partner. Wir öffnen bald die Tore. Seid bereit. Okay, wir sind bereit. Alter Schwede. Das ist das Pack, das Felix uns zum Fraß vorwerfen will. Eine kümmerliche Mahlzeit, mein Bruder. Oh, Scheibenkleister. Ich werde dir die Nüsse abschneiden und stopf sie dir in den Hals. Das größte Hindernis auf dem Weg zum Ruhm. Die gallischen Brüder. Ich weiß, wer sie sind. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Geht es dir gut, mein Freund? Du bist nicht ganz bei der Sache. Keine Sorge, die Nervosität legt sich nach dem ersten Kampf. Mir geht's gut. Aber erzähl mir mal, wie du hierher kamst. Das ist eine Geschichte. Ich wurde als Sklavin genommen, als Ptolemäus bei uns in Siva war. Ein krankes Schwein namens Septimius und sein Clan wollten mich benutzen. Aber ich konnte mir ein Schwert besorgen und schaffte es zu fliehen. Als ich hierher kam, nahm Felix mich auf, um mich auszubilden. Doch genug von der Vergangenheit, ha? Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dieses große Glück mit dir zu teilen. Bald schon werden die Zuschauer dich anbeten. Fast so sehr, wie sie mich anbeten. Ja, genau. Spalten wir die Sonne mit unseren Schwertern in zwei Teile. Hoho, das ist die richtige Einstellung. Sag Felix Bescheid, wenn du für unseren ersten Kampf bereit bist. Je eher wir anfangen, desto eher sind wir Meister. Okay, Leute, ich gehe jetzt. Wir wollen den Kampf, Leute. Wir kämpfen jetzt. Wir werden jetzt Meister. Wirklich? Alle glauben, sie wären bereit, bis sie was aufs Maul kriegen. Ihr kämpft zuerst gegen ein paar Neulinge. Wenn ihr überlebt, werden wir weitersehen. Zwei, die trotz geringer Chancen kämpfen. Die Zuschauer lieben unfaire Kämpfe. Enttäuscht sie bloß nicht. Oder mich. Wollt ihr unser Blut sehen oder deren Blut? Egal, Hauptsache Blut. Hier gibt es keine Unschuldigen. Halt dich bloß nicht zurück, Bruder. Sie tun das sicher auch nicht. Jeder von uns hier kennt das Risiko. Du hast dich hier schon sehr gut angepasst. Kannst du denn nicht ihre Blicke sehen? Oh, sie bewundern mich, Bayek. Die Männer, die Frauen. Ich habe alles, was ich mir wünsche. Das war ein guter Anfang. Die beiden Wüstenratten sind zäher, als sie aussehen. Ah!
so weiter, alter Freund, und wir werden einem reichen Patron auffallen. Und was dann? Dann eröffnet sich eine Welt neuer Möglichkeiten. Die besten Gladiatoren erhalten Spezialaufträge und machen mehr Geld, als du dir vorstellen kannst. Dann machen wir mal auf uns aufmerksam. Ah, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, Leute. Oh nein, Alter. Das war ein... Ah, super. Und das heißt, wir müssen durch über die ganze Runde überstehen, Leute. Wollt ihr unser Blut sehen oder deren Blut? Egal, Hauptsache Blut. Hier gibt es keine Unschuldigen. Halt dich bloß nicht zurück, Bruder. Die tun das sicher auch. Jeder von uns hier kennt das Risiko. Du hast dich hier schon sehr gut angepasst. Kannst du denn nicht ihre Blicke sehen? Oh, sie bewundern mich, Baye. Die Männer, die Frauen. Ich habe alles, was ich mir wünsche. Das war ein guter Anfang. Die beiden Wüstenratten sind zäher, als sie aussehen. Wir werden einem reichen Patron auffallen. Und was dann? Dann eröffnet sich eine Welt neuer Möglichkeiten. Die besten Gladiatoren erhalten Spezialaufträge und machen mehr Geld, als du dir vorstellen kannst. Dann machen wir mal auf uns aufmerksam. Okay, Herr Mass, überstanden die erste Runde. Sieht's aus. Ein Sieg für die Beschützer von Siva! Die neuen Lieblinge der Arena. Wer weiß, wie weit sie noch kommen werden. Okay, die erste Runde haben wir überlebt. Euch zwei zusammenzustecken war eine meiner besten Ideen. Die Menge liebt euch. Ich sagte doch, wir sind zu hören, bestimmt, Felix. Zu hören? Langsam, langsam, Fräulein Sandfloh. Es liegt ein weiter Weg vor euch. Ihr seid noch lange kein Titelanwärter. Ihr könnt nicht gegen die gallischen Brüder kämpfen, nur weil ihr ein paar armselige Neulinge besiegt habt. Obwohl ich ehrlich gesagt hoffe, dass ihr es schafft. Du gehst mir echt ganz schön auf den Nerv. Was müssen wir tun, um gegen sie anzutreten? Bei den Göttern, jetzt du auch? Konzentriert euch auf die nächste Runde! Und weil ihr mich nervt, gibt's diesmal Löwen obendrauf. Sie haben tagelang nichts gefressen. Und ihr seid ihr Futter. Kommt, wenn ihr bereit seid. Wenn es stimmt, was Kenzer sagt, könnte jeder der Gladiatoren für das Krokodil arbeiten. Vielleicht gibt es hier Beweise für die Aufträge der gallischen Brüder. Und auch für die Identität ihres Patrons. Wir sind auf dem richtigen Weg. Nach all der Zeit könnte ich endlich meine Chance bekommen, gegen die gallischen Brüder anzutreten. Und das verdanke ich dir. Ach, nichts könnte mir lieber sein. Was hat es eigentlich mit den anderen Aufträgen auf sich? Oh, der aufrechte Bayek will sich die Hände schmutzig machen. Die Zeiten ändern sich, Seni. Ich schätze, es ist schwer, immer nur ein Magi zu sein.
Da wirst du wohl Felix nachfragen müssen. Vertraulich. Der beste Weg, an das Krokodil zu kommen, ist ein Sieg über die Gallier. Als bräuchte ich mehr Gründe, um Shadias Mördern die Kehle aufzuschlitzen. Felix! Ich hörte, einige Gladiatoren bekommen hier Spezialaufträge. Du hast dich verhört. Und wenn es das gäbe, müsstest du viel tun, um dir Zugang zu verdienen. Deine Arbeit, du vorwitziger Bluthund, ist zu kämpfen. Mehr nicht. Du verdienst dein Geld in der Arena oder überhaupt nicht. Dann werde ich genau das tun. Wir sind bereit. Na endlich. Man verlangt nach euch beiden in der Arena von Kyrene. Liefert eine gute Vorstellung, dann profitieren wir alle. Wie oft kämpfst du gegen Löwen? Nur wenn Felix welche bekommt. Die sind viel teurer als Menschen, die sich freiwillig für eine Trachtprügel melden. Es liegt wenig Ehre darin, Tiere zu töten. Oder werde gefressen. Und er ist eingesperrt. Alles ist gut. Solange wir ihn nicht freilassen. Der Menschheit und das Sklavenmädchen sind unaufhaltbar. Noch wilder als die wildesten Bestien. Ja. Ich dachte, die wären eingesperrt. Es gibt keine Regeln in der Arena, Seni. Oh Mann, der ist hardcore. Alter, der Kampf ist hart, aber naja. Das heißt, wir müssen die zweite Runde auch überleben. Aber ich würde sagen, die zweite Runde machen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.